Freitag, der 1. Februar 2019, eine weitere Woche ist geschafft und mit folgenden Themen sind wir heute für Sie da. Gewohnt anders. Das Team Junges Wohnen der Städtischen Wohnungsbau GmbH ist wieder unterwegs. Integration. Botschafterin Rebecca Mier zu Gast in Barbie. Und Kurznachrichten. SPD-Ortsverband vergibt Wilhelm Helge Preis. Das Team Junges Wohnen der Städtischen Wohnungsbau GmbH ist wieder unterwegs. Heute geht es gemeinsam mit Janine und ihrer Mutter in die Edelmannstraße. Eine junge Frau aus Schönebeck sucht eine eigene Wohnung. Das Team Junges Wohnen der Städtischen Wohnungsbau GmbH ist zur Stelle und unterstützt an diesem Tag die 21-jährige Janine. Die junge Maklerin Michelle Giebichenstein hat Janine und ihre Mutter zu einem Besichtigungstermin in die Edelmannstraße nach Bad Salzelmen eingeladen. Die Janine hat mich angerufen, sie möchte ausziehen zu Hause. Die Familie wohnt außerhalb von Schönebeck in einem kleinen Haus. Und sie möchte weiterhin das Grüne um sich herum haben, deshalb habe ich ihr eine kleine Zweiraumwohnung in der Edelmannstraße rausgesucht, die etwas auch im Grün liegt und eine kleine Terrasse hat. Und das passt, denke ich, zu ihr. Ich hoffe, dass ihr die Wohnung gefällt. Die geräumige Zweiraumwohnung befindet sich im idyllischen Ortsteil Schönebeck-Bad Salzelmen. Sie besticht mit einer lichtdurchfluteten Wohnküche mit angrenzender Terrasse, einem gemütlichen Schlafzimmer und einem modernen Badezimmer. Die Miete der 46 Quadratmeter großen Wohnung beträgt 448 Euro. So, hier stehen wir jetzt in einer großen Wohnküche. So, wir haben jetzt hier eine Küchenzeile mit Fliesenspiegel, genug Steckdosen, die Anschlüsse für Wasser- und Spülmaschine und auch für Dunstabzugshaube und Kühlschrank. So, da ist die Herdanschlussdose. Dann hättest du jetzt Platz für deine Couch in der Ecke dort mit angrenzender Terrasse auch. Großen Heizkörper und Terrasse mache ich euch auch mal auf. So, haben wir hier im Erdgeschoss. Wollen wir gleich mal rausgehen? Jo. Ja? Dann einmal hinaus. Ist aber schön mit dir. Ja, also im Sommer genug Platz, um Möbel abzustellen und alles. Und ja, einen Abstellraum haben wir auch im Hauswirtschaftsraum. Da kannst du also auch im Winter deine Möbel ganz normal unterstellen, ohne Probleme. Das Highlight der Wohnung, die knapp 10 Quadratmeter große Terrasse, bringt die Augen der jungen Auszubildenden Janine zum Leuchten. Ob die Nachbarn die bevorstehenden Grillpartys ebenfalls so gut finden? Auch wunderbar und gleichzeitig auch Einbruchschutz. Finde ich perfekt. Es hat nicht jede Wohnung. Ja. Wie sieht das denn aus? Könnte ich im Sommer hier draußen grillen? Oh, ja, du und deine Party. Also heutzutage geht ja wohl nicht mehr ohne Party. Ja, also das Grillen draußen ist natürlich kein Problem. Generell, wir haben jetzt hier keinen innenliegenden Balkon. Das heißt, Elektrogrill brauchst du auch nicht unbedingt benutzen. Wäre natürlich schön weg. Okay. Ja, sehr schön. Ich überlege natürlich jetzt schon die ganze Zeit hier, wo ich am besten meinen Schreibtisch hinstelle. Bist du dir sicher, dass du den ins Wohnzimmer stellen willst? Dein ganzer Schreibkram, das sieht doch jeder. Jeder guckt hier rein. Willst du das nicht lieber im Schlafzimmer machen? Das würde ich dann auch gleich im Anschluss zeigen. Ja, gut. Dann machen wir das. Ja. Nachdem die ersten Quadratmeter der Wohnung überzeugen konnten, geht es nun in das Schlafzimmer der Wohnung. Große Fenster, ausreichende Steckdosen und die komfortablen Rollläden punkten bei Mutter und Tochter.
Also das ist auch ein Bonus der Wohnung. Diese bodentiefen Fenster, die wir eingebaut haben, sind natürlich auch hier ausgestattet mit den Rollläden, was ich auch schon im Wohnzimmer gesagt habe. Gerade auch sehr gut für deine Schichten, da du ja auch manchmal tagsüber schlafen musst, klappt das natürlich auch ganz gut. Das ist eine gute Perspektive. Auch hier wieder der Heizkörper. Und wir haben natürlich auch einige Steckdosen, auch noch die Anschlussdose für den Fernseher und die DSL-Dose. Und noch natürlich haben wir in jedem Raum den Rauchwarnmelder. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn ich so hier das Bett hinstelle, vielleicht hier den Kleiderschrank und in die Ecke dann den Schreibtisch. Ja, siehst du, dann hast du doch noch den Platz für deinen Schreibtisch gefunden. Ich hoffe nur, das Schreibtischproblem scheint gelöst. Und im Kopf richtet Janine ihre zukünftigen vier Wände schon ein. Ein gutes Zeichen. Also mein erster Eindruck von der Wohnung ist sehr positiv. Die Raumaufteilung finde ich sehr toll. Ja, und ganz besonders die Terrasse hat bei mir bisher schon einen Pluspunkt erreicht und jetzt bin ich gespannt, was es noch so zu sehen gibt. Klein, aber fein präsentiert sich der Abstellraum. Ja, dort in der Ecke hast du dann deinen Hausanschluss, also für die Waschmaschine, die kannst du dort anstellen. Und oben drüber hast du auch Platz für deine Einlegeböden. Und dann kannst du auch deine Schuhe mit unterbringen. Okay, sehr schön. Und was ist das da in der Ecke? Das ist eine Luftabzugshaube. Weil du ja auch deine Waschmaschine hier mit unterstellst, dass auch die Feuchtigkeit auch aus diesem Raum gezogen wird. Ah, okay. Ja. Die vielen Schuhe und Klamotten der 21-Jährigen haben dank möglicher Einlegeböden im Abstellraum Platz gefunden. Und auch die Fragen der potenziellen Mieterin kann Michelle Giebichenstein kompetent und sicher beantworten. Hier haben wir dann einmal den Flur. Wir haben nicht nur Platz für Schuhschrank oder Garderobe, wir haben auch hier die Anschlüsse. Gekonnt erklärt die Maklerin alle wichtigen Details im Hausflur. Dazu gehören der Sicherungskasten mit allen Anschlüssen, die Wechselsprechanlage sowie das Sicherheitspaket, das im Falle eines Notfalls die Feuerwehr alarmiert. Nicht geschickt, solltest du aber nicht zu Hause sein und es wirklich brennen und ein Notfall ist und es wirklich einen Notfall geben, dann wird die Feuerwehr auch direkt geschickt. Okay. Kann man das abmachen? Also muss man das oder? Ja, das ist einfach für die Sicherheit im Gebäude. Das ist ja auch hier ein Neubau. Der wurde erst 2014 erbaut. Ausgestattet mit modernster Technik und aktuellsten Sicherheitsstandards steht das Wohl der Mieter bei der Städtischen Wohnungsbau GmbH an erster Stelle. Auch Mutter und Tochter finden das Sicherheitspaket von Vorteil. Wie auch schon im Abstellraum erklärt, dass die Luft, die Feuchtigkeit aus diesem Raum abgezogen wird. Hier haben wir einmal den modernen Waschtisch. Der ist ja auch eckig, genauso wie auch das WC. Ja? Ja, also die Fliesen finde ich wirklich sehr schön. Na gut, ich finde das Bad echt mega, also muss ich echt sagen. Während Mutter Ramona ein Fenster bevorzugt, ist Tochter Janine ganz angetan vom Badezimmer. Ja, aber dazu haben wir ja die Luftabzugsanlage. Das, wie schon im Abstellraum erklärt, dient eben, dass die Feuchtigkeit abgezogen wird aus diesem Raum. Die Unstimmigkeiten kann Michelle Giebichenstein gekonnt minimieren. Das Bad gefällt mir sehr gut, vor allem die Fliesen haben mich beeindruckt, weil ich die Farbe so schön warm finde und ganz klar, die Dusche ist groß, perfekt. Die Maklerin macht für mich auf mich einen sehr positiven Eindruck, sie weiß, wovon sie redet und ja, sehr sympathisch. Abschließend, wie gefällt dir denn die Wohnung? Also ich bin wirklich beeindruckt von der Wohnung. Ich finde sie wirklich sehr schön. Also der Fußboden ganz toll, die Terrasse hat bei mir einen großen Pluspunkt. Und ich könnte mich hier wohlfühlen. Das freut mich. Ja, also ich muss auch sagen, also mir gefällt die Wohnung wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich kann mich ruhigen Gewissen ziehen lassen. Aber zum Essen musst du ab und zu mal vorbeikommen, oder? Ja, da finden wir sicherlich eine Lösung. Ich habe hier nochmal das Exposé mitgebracht. Der Wohnung, da stehen nochmal alle Eckdaten drin. Ja, die 46,13 Quadratmeter hier in der Edelmannstraße 26a. Es ist hier, wie gesagt, diese Erdgeschosswohnung. Die Netto-Kaltmiete beträgt 299,85 €. Wir haben Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von 31 €. Das umfasst zum Beispiel Kosten für das Hauslicht oder einen eigenen Hauswart habt ihr hier. Und wir haben auch Heizkosten in Höhe von 118 €, die an die Stadtwerke der Schönebeck zu entrichten sind. Kommen wir auf eine Gesamtsumme von 448,85 €. Ja, wie ich schon erwähnt hatte, ist dieser Neubau von 2013, 2014 mit Fertigstellung und hat ein Bad mit Dusche,
den Abstellraum, ein Sicherheitspaket, was im Flur war, was ich erklärt hatte, die Terrasse. Wir haben hier einen sehr guten Energiebedarf, da es ja auch ein Neubau ist. Und nochmal den Grundriss. Ja, so, hier haben wir nochmal meine Kontaktdaten und ich bin auch Mitglied im Team Junges Wohnen mit meiner Telefonnummer und meiner E-Mail-Adresse. Team Junges Wohnen, sind Sie denn jetzt schon richtig Maklerin oder noch in Ausbildung? Oder was muss ich mir bei Team Junges Wohnen vorstellen? Also Team Junges Wohnen, das ist eine Arbeitsgemeinschaft in unserer Firma, die sich speziell nur mit dem jungen Wohnen beschäftigt. Das heißt, die Erstauszieher in dem Fall und mit jungen Leuten, die allgemein unter 25 so circa sind, was man alle, worauf man achten soll in der ersten eigenen Wohnung und beim Umzug, wo man sich um- und anmelden muss und sowas. Also wir helfen quasi den jungen Leuten durch die schwierige Zeit der ersten eigenen Wohnung, was mit Versicherung angeht und. Wir halten auch Unterrichtsstunden in Schulen, ja, und hoffen, dass das dann alles auch soweit klappt, ja. Das finde ich ja echt gut, dass so etwas bei Ihnen im Unternehmen besteht. Ganz tolle Sache, muss ich sagen. Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf. Ja, wie sieht es denn jetzt aus? Darf ich den Vertrag fertig machen? Ja, also ich würde sagen, wir besprechen das nochmal im Familienrat und ich würde Ihnen dann telefonisch Bescheid geben. Ist das in Ordnung so? Natürlich, das können wir so machen. Ja, gut. Dann vielen Dank, Frau Giebichenstein. Ich bedanke mich auch für Ihre Zeit. Auch von mir vielen Dank. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Heimfahrt und ich begleite Sie nochmal nach draußen. Ja? Dankeschön. Also im Gesamten war das schon sehr angenehm, auch mit der Janine umzugehen. Auch die Mutti war sehr freundlich. Es ist halt natürlich schon eine ganz andere Ebene, auch gerade beim Team Jung Wohnen, das zu erleben, dass wir wirklich junge Mieter haben, die wirklich selbst fast in unserem gleichen Alter sind auch. Und das Erzählen fällt einem natürlich auch viel, viel leichter. Man kann direkt du sagen, ohne dass es jemand persönlich nimmt oder dass es unhöflich wird. Also man ist ganz in einer ganz anderen Ebene und man findet viel schneller Beziehung zueinander und Sympathie. Nachdem der Familienrat getagt hatte, meldete sich Janine noch am nächsten Tag bei der Maklerin, um ihr die positive Nachricht mitzuteilen. Bad Salzelmen ist nun um eine neue Mieterin reicher. Am Mittwoch präsentierten wir Ihnen bereits das Projekt Integrationsboote des AWO-Kreisverband Salzern DV. Im vergangenen Sommer hatte dieses Projekt den ersten Platz bei einem Integrationswettbewerb der Bertelsmann Stiftung belegt. Jetzt am vergangenen Dienstag wurde dieses Projekt belohnt, die vor allem die Schüler wurden belohnt. Rebecca Mier als Botschafterin kam nach Barbie. Wir sitzen alle in einem Boot. Unter diesem Motto lief im Sommer 2017 das Projekt des AWO-Kreisverbandes Salzer e.V., welches mit dem Teenclub aus Barbie und Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und sozial benachteiligten Familien Mannschaftslauchboote gestaltete. Im Vordergrund stand dabei, den Zusammenhalt verschiedener Nationalitäten und die kulturelle Vielfalt in der Region zu stärken. Also das Projekt, wir sitzen alle im gleichen Boot, Integrationsboote, ist dadurch entstanden, weil viele Problematiken zurzeit bestehen. Zumal besteht einmal diese große Vorurteile an, also die Anzahl der großen Vorurteile, die gegenüber Migranten oder Flüchtlingen herrschen hier in der Umgebung, das ist dramatisch. Dazu haben viele Menschen auch leider nicht die finanziellen Möglichkeiten für soziokulturelle oder Freizeitangebote beziehungsweise daran teilzunehmen. Und ein nächster Punkt ist auch einmal, dass Vereine zwar bestehen, aber leider nicht täglich offen haben. Darum haben wir gesagt, wir würden gerne durch ein Projekt machen, damit wir sagen, okay, jetzt können alle mal zusammen machen, etwas erstellen, zusammen machen. In dem Integrationswettbewerb Alle Kids sind VIPs der Bertelsmann Stiftung konnte sich das Team im vergangenen Sommer gemeinsam mit 5 weiteren Gewinnern bei einer Jury durchsetzen. Nun sind wir da, wo wir hier heute sind. Aus Integrationsboote wurde eine Aktion rund um Wir gestalten gemeinsam alle Kinder unterschiedlicher Herkunft zusammen. 2 Mannschaftsschlauchboote, ausgestattet für 8 Personen.
und diese lassen wir dann auch noch in einem kleinen Wettbewerb zu Wasser. Und heute ist der Tag, dieses Projekt wurde nämlich eingereicht bei dem Wettbewerb Alle Kids sind VIPs der Bertelsmann Stiftung und da haben wir den Preis gewonnen sogar dafür und heute ist Rebecca Mir da, quasi so als Einlöse von dem Preis. Neben einer dreitägigen Tour in Berlin mit anschließender Preisverleihung wurde den Teilnehmern des Projektes auch ein kreativer Tag mit Rebecca Mir, Botschafterin des Jugendintegrationspreises, spendiert. Plakate malen, Gespräche austauschen und Fotos machen. Für die Jugendlichen war das Model an diesem Tag hautnah zum Anfassen. Ich bin sehr froh, heute hier zu sein mit Alle Kids sind VIPs. Und die Kinder von Barbie haben gewonnen und zwar mit ihrem Projekt Wir sitzen alle gemeinsam an einem Boot. Und das finde ich wirklich toll, weil die haben das eigentlich sehr schlau gemacht, weil hier sind sehr viele sportbegeistert, vor allem was Wassersport angeht. Und da haben sie sich einfach ein Schlauchboot geschnappt und eine eigene Aktion draus gemacht, die Vielfalt, die Leute zusammenbringen mit Migrationshintergrund oder sozial benachteiligte Kinder und haben das spielerisch, haben alle zusammengebracht und haben wirklich ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Rebecca Mir, selbst Tochter eines Afghanen und einer Deutschen, liegen Aktionen und Projekte rund um das Thema Integration besonders am Herzen. Mit den Schülern plauderte die 27-Jährige über ihre Hobbys, ihre Kindheit und ihren Beruf. Integration für mich bedeutet eigentlich, dass alle Menschen miteinander umgehen, so wie sie auch erwarten, dass man selbst behandelt wird. Also, dass man eine Gemeinschaft ist, dass man keinen ausgrenzt, dass man eigentlich das Nächstenliebe. Mit dem Besuch von Rebecca Mir hatte beim Einreichen des Projektes niemand gerechnet. Auch, dass das Projekt so großen Anklang über die Landesgrenzen von Sachsen-Anhalt hinaus findet, war den Verantwortlichen nicht bewusst. Also schon das Einreichen von diesem Projekt bei der Bertelsmann Stiftung war schon, wir versuchen es mal. Dass es jetzt auch noch so ist, dass Rebecca auch wirklich hier ist, das bereitet mir heute noch Gänsehaut. Das ist total schön, dass dieses Projekt so großen Anklang fand und so geehrt wurde, dass jetzt echt ein Botschafter der Bertelsmann Stiftung, so ein echter Promi, hautnah heute den Weg nach Barbie gefunden hat. Wir haben wirklich nicht daran gedacht, dass wir heute hier stehen und vorhin dann so einen bekannten Prominenten hier zu haben. Also es freut uns sehr und wir sind sehr dankbar, dass wir gewonnen haben. Für viele war so ein Projekt die erste große Zusammenarbeit mit anderen Kindern und Jugendlichen. Umso bemerkenswerter ist das Ergebnis dieses Projektes. Nach einer hektischen Anfangsphase arbeitete das Team mehr und mehr zusammen und zeigte, dass Zusammenhalt auch über kulturelle Grenzen hinaus möglich ist. Alle Kids sind Und eine weitere Preisverleihung gibt es jetzt in den Kurznachrichten, denn der Ortsverband der SPD hat zum ersten Mal den Wilhelm-Helge-Preis vergeben. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Der Ortsverein der SPD hat in diesem Jahr erstmals den Wilhelm-Helge-Preis ausgeschrieben. Dieser Preis zeichnet Personen, Institutionen oder Projekte aus, welche sich für den sozialen Zusammenhalt unserer Stadt stark machen. Unter den Bewerbern wurde Klaus Plate stellvertretend für alle Mitglieder der Wohnsportgemeinschaft Einheit ausgesucht. Mit 459 Mitgliedern ist die WSG Einheit zweitgrößter Sportverein in Schönebeck, welcher in 39 Sportgruppen mit 28 lizenzierten Übungsleitern Seniorinnen und Senioren trainiert. In dieser Woche wurde die Partnerschaft des 1. FC Magdeburg und Union 1861 Schönebeck für das Projekt mit Blau-Weiß vereint symbolisch zwischen FCM-Aufstiegskapitän Marius Sowislo und stellvertretendem Abteilungsleiter Stefan Schäfer besiegelt. Aufgrund ähnlicher Philosophien beider Vereine überlegte Union nicht lange und sagte der Projektanfrage zu. Am Ende war man sich einig, dass mit der Nähe zum 1. FC Magdeburg ein Gemeinschaftsgefühl erreicht werden könne und Aspekte wie Toleranz, Zusammenhalt, Bodenständigkeit, Demut sowie Leidenschaft, sprich Eigenschaften, die in einem Sportverein am wichtigsten sind, verstärkt werden können. Das Netzwerktreffen der Salzigen Tour fand am Dienstag, den 29. Januar dieses Jahres, als ein Workshop im Industriemuseum Schönebeck statt. Dabei kamen rund 40 Vertreter aus 15 verschiedenen Standorten der neu etablierten Tourismusmarke,
darunter auch Oberbürgermeister der Stadt Schöneberg Bert Knoblauch selbst. Die salzige Tour, ihrerseits als Alternative zur etablierten süßen Tour entwickelt, wartet nun auf ihre weitere Vermarktung. Die Teilnehmer des Workshops stecken im weiteren Verlauf Projekte, Aufgaben und Ziele der Tour ab. Ebenfalls diskutiert wird ihre mögliche Weiterentwicklung und die Zusammenarbeit der einzelnen Standorte. Ein organisierter Neujahrsspaziergang zum Schöneberger Hummelbergturm fand bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern am diesjährigen Neujahrstag regen Anklang. Dabei berichteten Christian Jakob und Vereinsmitglied Anders Allendorf über die interessante Geschichte des Turmes. An diesem angekommen, gab es für die Besucher eine kleine Verkostung des Allendorfers Bierlikörs. Viele von ihnen ließen eine Spende da und verkündeten auch ihr Interesse an einer Mitgliedschaft im Verein. Ziel des Vereins ist es, den Turm zu restaurieren, aufzubauen und zu erhalten. Und so sind auch weitere Aktionen und Veranstaltungen geplant. Am Mittwoch, den 13. Februar, findet im Zeitraum von 19 bis 20 Uhr wieder die nächste Sprechstunde des Oberbürgermeisters Plötzky, Professor Dr. Martin Kütz, im Bürgerhaus statt. Das Bürgerhaus befindet sich in der Albert-Schweitzer Straße 6 in Plötzky. Bürgerinnen und Bürger sind recht herzlich zur Teilnahme eingeladen. Die Kinder des Hortes in Plötzky können sich seit Weihnachten über 5 neue Themenräume freuen. Eigene Wünsche und Vorstellungen durften bei der Planung und Ausgestaltung von den Kindern mit eingebracht werden. Umso größer war die Freude, als die Räume endlich in Beschlag genommen werden konnten. Die 72 Hortkinder haben nun die Möglichkeit, im Werkraum, im Bauraum, im Bewegungsraum, im Entspannungsraum oder im Experimentierraum ihre Zeit zu verbringen. Deutschschülerinnen und Deutschschüler der Kreisvolkshochschule des Salzlandkreises haben am vergangenen Donnerstag das ehrwürdige Rathaus in Schöneberg besucht. Dozentin und Deutschlehrerin Andrea Henning begleitete die insgesamt 10 Frauen und Männer eines Integrationskurses und nutzte gemeinsam mit Bert Knoblauch den großen Sitzungssaal für eine besondere Schulstunde. Schönebergs Oberbürgermeister begrüßte die Gäste herzlich im Ratssaal und gab einen umfangreichen Einblick in die hiesige Kommunalpolitik sowie in die Aufgaben eines Stadtoberhauptes, einer Stadtverwaltung und eines Stadtrates. Auch in diesem Jahr wird wieder der Kulturpreis in den Bereichen Literatur, Musik, bildende und darstellende Kunst oder auch den Kriterien ehrenamtliches Engagement, Nachwuchsförderung und Lebenswerksleistungen des Landkreises ausgezeichnet. Alle Einwohner des Salzlandkreises sind herzlich aufgerufen, Vorschläge für Preisträger mit einer aussagekräftigen Begründung einzureichen. Nominierte Personen und Institutionen müssen im Landkreis ihren Sitz haben oder besonders mit ihm verbunden sein. Vorschläge können bis zum 30. April 2019 eingereicht werden. Per Post an Salzlandkreis Stabsstelle für Beteiligungsmanagement, regionaler Arbeitsmarkt und Kultur in 06406 Bernburg oder per E-Mail an nbayer@kreis-slk.de. In Sachsen-Anhalt wird am Sonnabend, den 25. Mai 2019, zum zweiten Mal der Tag der Feuerwehr gefeiert. Der Tag, der dazu anregen soll, selbst aktiv bei der Feuerwehr zu werden, steht wie zur Premiere im Vorjahr unter dem Motto „Voller Einsatz“. Feuerwehren und Gemeinden, die den Tag mit einem Programm vor Ort mitgestalten möchten, können ihre Veranstaltungsankündigung an die folgende E-Mail-Adresse senden: pressestelle@mi.sachsen-anhalt.de. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786101. Das also die Kurznachrichten aus der Region. Nach einer kurzen Pause geht's für uns weiter. Aufgepasst! Bei Kilt sind die Oster- und Frühlingsneuheiten eingetroffen. Egal ob zum Dekorieren oder Verschenken, bei den Figuren von Göbel, Formano, Villeroy und Boch und Hutschenreuter ist für jeden etwas dabei. Niedliche Osterhasen mit viel Liebe zum Detail verschönern die Wohnung ebenso wie lustige Ostereier oder Schafe.
Für Sammler gibt es aktuell die Jahreseditionen von Göbel und Hutschenreuther. Und als schöne Dekoration für den Tisch bietet die Marke IHR Servietten, Kerzen und Tassen an. Seien Sie bestens ausgestattet für den Frühling. Mit Kilz, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5 in Schönebeck. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Reiske in Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere Angebote in dieser Woche: Bauchfleisch 100 Gramm zu 45 Cent, Schinkeneisbein 100 Gramm zu 35 Cent, Kniebeine 100 Gramm zu 30 Cent, feste Bratwurst alle Sorten 100 Gramm zu 1,25 Euro und Wiener Würstchen 100 Gramm zu 70 Cent. Aufgepasst! Ab sofort ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Förderstedt, Stassfurt, Brumby oder Güsten. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen? Persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC. Bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrohse erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann. Weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Thank you.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zur ersten Ausgabe des Regionalmagazins im Monat Februar. Bei uns geht's weiter mit der Medium der Woche-Aktion, die Contour Top of the Clubs 81 standbereit. Und ich gratuliere allen, die jetzt ihren Namen unten eingeblendet sehen. In der kommenden Woche steht allerdings schon ein neues Medium der Woche bereit und wir hören mal rein, worum es sich dabei handelt. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Insgesamt 1500 Gäste waren dabei, als Udo Lindenberg im Juli 2018 erneut für die berühmte Konzertreihe MTV Unplugged die Säge setzte. Ich hab niemals dran gezweifelt, dass ich das überstehe. Für alle, die nicht mit an Bord waren, gibt es jetzt das Live-Album Udo Lindenberg MTV Unplugged 2 live vom Atlantik. Er kaufte sich das ganze Land mit Polizei und Militär und wenn mit jedem, bitte sehr, gesagt, das was nicht in Ordnung wäre. Rund 3,5 Stunden dauerten die Konzerte, bei denen Lindenberg wieder von zahlreichen hochkarätigen Gästen unterstützt wurde. Darunter Jan Delay, Andreas Burani, Materia und Co. Bin der König von Scheiße Garnier. König von Scheiße Garnier. Nerv mich nicht mit deiner Lappalie. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Das Unplugged-Album von Udo Lindenberg also dann ab Montag hier zu gewinnen. Wir schauen jetzt auf aktuelle Veranstaltungshinweise in den kommenden Tagen und Wochen. Der Salzernkreis und der Glinder Lichtmessverein laden am Sonntag, den 3. Februar ab 11 Uhr zum Lichtmessvormittag in das Ringheiligtum Pömmelte ein. Lichtmess ist das letzte Fest der Weihnachtszeit. Über die Tradition von Lichtmess berichten Mitglieder des Glinder Lichtmessvereins. Sie möchten den Auftakt zum Glinderbrauch mit allen Interessierten am Ringheiligtum begehen. Am Dienstag, den 5. Februar, kann man das Blutspendemobil des Roten Kreuz am Stremsgraben 6 hier in Schönebeck antreffen. Von 15 bis 19 Uhr kann dort jeder fleißig Blut abgeben, um anderen Menschen das Leben zu retten. Als Dankeschön für die gute Tat bekommt jeder Spender ein Mac-Menü Small gratis. Bitte bringen Sie dafür Ihren Personalausweis mit. Der Eisenbahnclub Schönebeck lädt vom 9. bis 17. Februar 2019 zur Modelleisenbahnausstellung in die Aula der Liebknechtschule ein. Die Ausstellung kann montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr besucht werden. Am 17. April ist die Ausstellung nur bis um 17 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen 3 Euro, Kinder bis 14 Jahre 1,50 Euro. Neues Jahr, neue Ausstellung. Die Stadtbibliothek Schönebeck präsentiert noch bis zum April die Ausstellung des Hobbyfotografen Ralf Freier. Der gebürtige Schönebecker, der 2005 mit der Fotografie begonnen hat, zeigt in den Räumen am Stadtfeld 40 Landschaftsaufnahmen. Mit dabei sind das Matterhorn, die Basteibrücke und das Ringheiligtum in Pömmelte. Die Ausstellung kann zu den gewohnten Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besucht werden.
Das soziokulturelle Zentrum Treff lädt vom 26. Januar bis zum 5. April zur Ausstellung »Gib niemals deine Träume auf« von Katrin Knabe ein. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie am Mittwoch von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Entdecken Sie Schönebeck mit Tourist-Event Jeff Lammel. Neben den Nachtwächter-Rundgängen mit Jeff Lammel durch Bad Salzelmen stehen auch Führungen am Ringheiligtum und Spaziergänge durch den Kurpark mit anschließender Weinverkostung auf dem Programm. Weitere Informationen zu den genauen Terminen und Kosten erhalten Sie im Internet unter www.jeff-lammel.de oder unter der Telefonnummer 03928 76 80 42 2. Eine weitere Veranstaltung, die wir Ihnen ans Herz legen wollen, ist die Show Vivid im Friedrichstadtpalast in Berlin. Mit Schuhreisen GmbH geht's ganz einfach dahin. Bedeckt und teils sonnig, das sind die Aussichten für die kommenden Tage, liebe Zuschauer. Einen genauen Überblick gibt es jetzt in der Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Auch diese Woche ist geschafft und damit Sie sich perfekt auf das Wochenende vorbereiten können, begrüßen wir Sie herzlich zur Wettervorschau der kommenden Tage. Die Sonne will sich am Samstag nicht zeigen und stattdessen können uns bei Temperaturen unter 0 Grad mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit leichte Schneefälle erwarten. Am Sonntag bleibt das Niederschlagsrisiko sehr gering, die Sonne will sich zwar immer noch nicht zeigen, aber dafür steigen die Temperaturen wieder ein wenig von minus 1 bis 1 Grad. Zum Beginn der neuen Woche zeigt sich dann nochmal die Sonne, weiterhin bleibt es trocken und uns können bis zu 2 Grad erwarten. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein angenehmes Wochenende. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das also die Aussichten für die Tage Samstag bis Montag und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ihnen ein schönes Wochenende, noch der Hinweis, heute und Samstagabend jeweils ab 22 Uhr unser Musikmagazin Alphabeats. Ansonsten bleibt mir nur noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Montag um 18 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Tina Bonas.